Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Was ist das? Ich bin durch die Wand gekommen. Ich kann gar nicht umschalten. Ey, die verabschieden sich ja gerade. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Das reicht. Los, komm. Gott sei Dank, ich könnte den Typen jedes Mal so in die Fresse schlagen. Ja, das ist übel. Typ. Ich meine, ich kann irgendwo nachvollziehen, dass sie sagen, zu ihrer eigenen Sicherheit ist es vielleicht besser, dass sie da bleibt. Hm. Jody, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Das war jetzt aber nicht besonders lange. Hättest du vielleicht doch noch was anderes machen können? Ach, den Vater unversehrt gelassen. Okay. Haben nur 38% gemacht. Okay. Ja, so wie der drauf ist. Eigentlich hätte man was machen müssen mit ihm. Ja, stimmt. Ja, aber ja, er hatte doch überhaupt nichts Blaues dran, oder? Das nee, habe ich auch nicht gesehen. Da habe ich gedacht, ich konnte nichts machen. Ich habe extra geguckt. Ich dachte, ich konnte vielleicht irgendwie irgendwas umschmeißen oder irgendwas benutzen. Aber da war nichts. Ne? Also vielleicht hätte ich noch mehr gucken müssen. Aber, Aber das war jetzt wirklich krass. Also, dass man da überhaupt was machen kann. Oder es ist wirklich wieder diese Sache, was ich vorhin meinte, dass du, wenn du eine spezielle Richtung eingeschlagen hast, dementsprechend, vielleicht hättest du vorher was machen müssen, wo du aggro auf den gewesen wärst und dann hättest du ihn jetzt halt eben verletzen können, weißt du? Kann sein, ja. Kann ja auch sein, man weiß es nicht. Ja. Vielleicht bin ich nicht böse. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Aber sie sieht schon älter aus, finde ich, ne? Ja, die ist ja der Älter auch. Ja, ja, aber man sieht es hier so richtig an, finde ich. Ja, klar. So, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird ihr gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann im 5. Viel Spaß. Die hat voll die Tarnfarbe im Auto. Ach so. Das wäre noch eine Sequenz.
Aber mal ganz ehrlich, ja, ich kann es jetzt leider nicht umdrehen, aber ich finde das Kleid, finde ich, also das erste, was ich gedacht habe, oh, hübsches Kleid. Und sie so, und das Kleid ist schrecklich. Ja. Es ist nicht pink. Hey, Jody, komm rein. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Naja, bei Aiden bin ich Hey, nicht so Leute, sicher. das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Was hat das mit der Feier zu tun? Da läuft Football. Geht mal zur Seite, ich guck mal das Spiel an. Ey! Jetzt machen die auch noch alles dunkel. Du sollst die Musik anmachen, aber mach das mal nicht. Ja, muss ich ja, damit es weitergeht, ne? Ja. Nein! Ich hab aufstehen! Was für ein Geduld ist das denn? Wir legen was Angesagtes auf. Ja. Richtiges für eine Party. Ich hätte jetzt Rock genommen, aber... Okay, das ist kein Rock. Kann man die ausmachen wieder? Hallo? Nee, das kannst du nicht mehr, glaube ich. Das ist doch jetzt richtig scheiße. Das kann nur ich machen. Ja genau, versuch die mal. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ja, klar. Ich bin Mitläufer. Ehrlich, ey, mit diesen Mitläufern, ne? Die kommt jetzt das erste Mal aus der Anstalt. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Vielleicht ist das gar nicht gelogen. Vielleicht hat mir das Bier geschmeckt. Das wisst ihr doch nicht. Achso, ich wollte mich eigentlich nicht vorlaufen lassen. Boah, was läuft hier jetzt auch noch so? Gibt's das denn? Ich hab eigentlich gedacht, sie macht da jetzt noch irgendwas mit. Ja, jetzt ist es offen, jetzt muss ich es doch austrinken, oder? Das ist jetzt so eine Sache der Höflichkeit. Boah, ist sie jetzt schon besoffen, oder was? Ja, genau. Ich versuche ja... Ah, jetzt kann ich endlich... Kannst du jetzt was mit der Stereoanlage machen? Ja, mal probieren. Aber nicht die Leute jetzt irgendwie, ne? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Scheiße, dann kannst du wahrscheinlich wirklich nur die Leute erschrecken oder so. Warte mal. Bevor wir sie dann machen. Hier wird's echt kalt. Nee, ich mach keine. Ich friere, das verstehe ich nicht. Das ist negativ für uns, los. Warum? Weil wir hier eigentlich keinen Scheiß bauen sollen. Aber die Jungs helfen. Trinkt sie jetzt schon wieder. Aber warum tanzt sie jetzt alleine? Ja, das weiß ich auch nicht. Vor allem, warum konnte ich gerade da noch was machen? Jetzt ist es weg. Also wenn es zu weit eben weggeht, dann kannst du auch nichts mehr machen. Hier hinten ist auch nichts, ne? Nee. Das ist so, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Dann, wenn du nicht weiterkommst, muss ich halt was machen. Ja. Willst du mal?
Was? Was will ich? Ich nehme ab. Ich weiß nicht, worum es geht. Nein, danke. Ach, ein Joint. Ja gut, dass ich abgelehnt habe. Ich habe es gar nicht mitbekommen hier. Ich hätte dem wahrscheinlich hier die Bude voll gekotzt oder so. Der hat es auch so schnell gesagt. Ne? Also möchtest du mal oder so, denke ich mal, hat er gesagt. Ja, ja. Ah, ich bin der Loverboy. Schau mich an und dann kotzt mir die Schuhe voll. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe. Also, und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Ich lass mich gern vom Monster töten. Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Gehen wir mal ein bisschen also an. Ich habe eine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt völlig verrückt, aber es ist eine Art, wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt da? Ja, er hört uns gerade zu. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Ja. Gern. Na klar, guck mal. Ich bin gleich dabei. Also wir werden beobachtet von einer außerirdischen Existenz. Was Langsames, willst du mit mir tanzen? Na komm, gönn dir den Spaß. Natürlich. Spaß muss sein. Guck mal, du musst enger rangehen. Da war er weg. Tasten oder was? Au. Ja. Entschuldigung. Ich glaub, Tanzen ist nicht wirklich unser Ding, oder? Ist okay. Knutsch doch lieber. Ach, guckst du dir an. Knutsch doch lieber. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Na komm, er will. Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Hm. Nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Mhm, das stimmt. Ja, ich finde, du bist auch besonders. Ja, so besonders richtig. Ist er doch nicht. Aha. Junge, erstmal küssen, dann krabbeln, ne? Also. Nennt man gute Manieren. Mhm. So, jetzt mag ich dich nicht mehr. Jetzt habe ich dich geküsst, jetzt gehe ich wieder. Ja. Das guckt aber irgendwie, als ob sie doch getieft hat. Ja, irgendwie benebelt. Ja.
Leute, Leute! Warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Ja. Akzeptieren wir mal. In Ordnung. Und was wirst du jetzt tun, Jody? Ich gar nichts. Seid ganz still. Nicht bewegen. Ich hab solche Angst. Ich hab mich gerade eingepisst. Der ist denn am größten abgestiegen. Die Blonde da, ne? Kannst du bei der irgendwas machen? Warte mal. Da. Da war doch was. Sei nicht da dämlich, Emma. Da ist nichts. Ich schwör es. Ich hab's gespürt. Die hier hinten was? So oder ja, was? Die links. Jemand direkt hinter mir gestanden. Die hier, ne? Das ist übrigens die einzige Blonde da. Nur mal so am Rand. Ja, es war ein bisschen dunkel, ne? Was hast du jetzt gemacht? Was ist bloß hier los? War es mit dem Stuhl oder so vielleicht? Ja, ja, wollte ich gerade gucken. Aber das kannst du nicht, ich bin doch... Ich lall ihn hier an den Schädel oder so. Shit, Mann, was zur Hölle war das? Warum flackert der Typ die ganze Zeit so? Warte mal. Sprengen, sprengen! Ist doch keine Geschichte hier. Fernseher, vielleicht? Oder weg da, Junge. Fernseher! Da, der Fernseher! Kerzen? Halt! Hört ihr das? Zimmer? Da ist so ein Flüstern. Die Kerze geht nicht. War das jetzt schon zu viel? Das reicht mir jetzt! Ja, aber der flackert wieder. Mir auch. Ja. Das war wirklich gruselig. Ich hab nicht gewollt, dass einer Angst kriegt. Sorry, ich... Ihr wolltet das alle und... Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen! Schnappt sie euch! Nein! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bring uns deine mächtige Magie! Oh. Bitte! Bitte! Lass mich das raus! Ich schon, als sie vorhin reinkam. Ich bitte! Bitte lass mich raus! Bitte! Das nicht noch Kuchen? Bitte! Ich will hier raus! Die Action macht einen wirklich bitte, hungrig! Lass mich raus! Ich ja, bitte euch! Bitte lass Party. Mich raus! Schon, dass ich dir vielleicht helfen kann. Ich kann dich aber gerade nicht steuern. Oh, nee, also, okay. Das ist eine Filmsequenz. Hol mich hier raus! Bitte! Aber was ich gerade gedacht habe, abgesehen davon, was das für Penner und Arschlöcher sind und unaussprechliche Dinge, die ich jetzt hier nicht sagen möchte,
hat jeder verdammte, jedes verdammte Haus irgendwo in Amerika so komische unter der Treppe Stauraum für Harry Potter? Was ist so? Ich ersticke. Hilfst du mir jetzt mal? Mach mal die Tür auf. Ja, ich bin auch schon dabei. Es geht nicht. Soll ich die Gegend angucken hier? Es geht nicht. Warum komme ich nicht da raus? Da rein meine ich. Kannst du dich nicht irgendwie dann runter? Ja, aber es ist so, manchmal, erst geht's dann gar nicht und dann geht's wieder. Also irgendwas muss ich ja mit dem ja, Zeug da machen. Rechts nach links. Also bei mir ist es so, ich muss nach oben, wenn ich etwas öffnen will, und nach unten, wenn ich etwas zum Beispiel nehme. Ich nehme Rache, das ist mir egal. Los, ein. Ich will was sehen. Jetzt machst du alle platt. Nein, besser, das wird besser. Toll, sehr lustig. So, hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Da. Vielleicht war's Jodie. Bestimmt sauer auf. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lass mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, sieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund zur Panik. Danke. Ja, ich hab's ja gesehen. Hau dir den Typen über den Kopf, den ich geküsst hab. Die Fenster, los, die Fenster. Ich wollte nur, dass die mal ein bisschen Spaß hat, weißt du, und dann sowas. Ja, ehrlich. Leute, wenn das ein Scherz ist, ist er echt nicht witzig. Eine Brillenschlange über den Kopf hauen. Habe ich gemacht. Fall nicht auf deine blöden Tricks rein, Jodie. Hörst du mich? Das ist aber echt Sicherheitsglas da. Genau, hau ihn den Sofa oder den Tisch drüber. Habt ihr irgendwas gesehen? Ich hab Angst! So soll das was sein. Zum Teufel ist hier los? Was? Hilfe! Hilfe! Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Ist weggegangen, okay. Ja, der rechts, der Typ war ist weggegangen. Ah, vielleicht jetzt warten wir, bis er da ist. Nee, irgendwer will raus. Du kommst hier nicht raus. Weißt du, was das Lustige ist? Genau die Szene hatte ich mal angeklickt, als ich geguckt habe, wie mir so die Grafik gefällt und so und worum es da in dem Spiel geht, ne? Und ich habe noch gedacht, ich würde einfach rausgehen. Aber jetzt weiß ich, was davor alles passiert ist. Ich bleib nicht hier. Aber doch wirst du. Hilfe! Da, der Tisch. Auf einmal. Rente mal leben. Ich habe Angst! Weißt du noch nicht mehr das Spiel, Lucifer? Wer war das? So, hier nochmal das Ding drüber, das ist das Schlimmste von allen. Wir müssen sofort hier raus! Ich bleib nicht hier. Es reicht ein. So, einer ist schon mal. Sie haben das verstanden. Nee, mach mal. Komm schon, wir gehen. Nein, haben sie nicht. Jetzt können wir. Wolltest du die jetzt alle ausnocken? Nee, jetzt können wir mal gehen, oder? Ich sag dir, es reicht! Komm, wir okay, gehen. Aber da hinten könnte ich noch was machen. Ah, gut. Ich bin ja nicht so. Es sind zwei Leute, die dir jetzt gesagt haben, du sollst aufhören, weißt du? Und du bist trotzdem noch weiter dran. Ich krieg das jetzt alles wieder ab in meinen Errungenschaften hier. Nein, ich gehe schon. Ich kann aber nicht rausgehen aus. Nee. Ich weiß nicht, wie du. Mit B oder so? Ja, nee, mit Y, aber es geht gerade nicht. Also ich muss noch irgendwas tun. Also es ist nicht zu Ende. Ah ja. Nee. Ich kann mich auch nicht bewegen hier. Vielleicht. Ja, sonst hau den nächsten auf. Vielleicht hätte ich da noch irgendwas Lassen, machen. Warte mal, hier oben. Ja. Nein. Oh. Disco mache ich jetzt für euch hier. Für die eine Dose. Schnell über den Boden drüber. Geht immer noch nicht. Ich komme immer noch nicht zurück. Ich sehe noch was. Da ist. Ach, da oben.
Das geschieht ihm recht. Für das, was er eben gemacht hat. Nee, er sollte eigentlich die Couch abkriegen, aber der ist auf der falschen Seite. Ja, immer. Da hinten ist verkrochen. Ja, bei ihr links war noch was. Links? Ach ja, die Kerze. Oh, das ist aber auch fies jetzt. Was kommt jetzt? Ich kann es nicht verhindern. Ach nee, es brennt. Was machst du denn, Aiden? Du gehst zu weit! Du musst aufhören! Ja, das sage ich ja auch die ganze Zeit. Hätte ich gewusst, dass das so endet, wäre ich aber doch gegangen. Das Haus brennt. Lass sie jetzt raus, Aiden! Aiden, mach sie raus, schnell! Er geht nicht. Doch, da nicht die Tür, raus. Die Tür. Doch. Ich kann nicht atmen. Die Mädchen mal voll ins Gesicht. Geht es dir gut? Mein Gott, was ist passiert? Sie war's! Es ist ihre Schuld! Sie hat alles abgefangen! Nein, der Teufel! Schuld. Der Teufel! Ich bin immer schuld. Komm mit, Jolly. Gehen wir nach Hause. Mich aber so ein bisschen an Carrie erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Party. Ja, die Rache habe ich freigeschaltet. Das war, also ja, betrunken. Ich war ja nicht wirklich betrunken. Ich meine, hallo, du hast anderthalb Bier getrunken. Das ist doch. Ja, aber du bist doch rumgetorkelt da irgendwie. Und ja, so. Ja, gut. Das kann ich doch nicht so raussehen. Ey, das waren anderthalb Bier. Trinkt, dann ja, ist das normal. Guck mal. Also über die Hälfte hat den Matt geküsst, ne? Und 76% haben immerhin noch die Teenager angegriffen. Ich meine, gut, dass du da nicht mehr aufhören konntest, war jetzt ein bisschen blöd, aber gut, das ist dann halt so, ne? Das Rauchen verweigert haben nicht so viele. Die wahrscheinlich haben die wirklich bei denen dann gekotzt oder so, nehme ich mal an. Kräfte vorgeführt, oh, das haben auch nicht viele. Ja, ich war auch echt am Überlegen. Aber ich habe gedacht, eigentlich waren die schon so ein bisschen sympathisch irgendwo. Aber er ging mir zu sehr ran eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, naja, ne, ich meine, die ist die ganze Zeit da eingesperrt. Soll sie doch ein bisschen Spaß haben an dem Abend irgendwo, ne? Mhm. Dass er da so das letzte Hinterwäldler-Arschloch ist, hätte ich jetzt auch nicht so wirklich gedacht. Also es kommt halt immer dann hinterher raus, sowas. Meistens sofort dann. Ja, aber, ne, ist doch so. Ich meine, du gönnst ihr was, weißt du, die soll ja dann, wir müssen irgendwie immer im Hinterkopf, glaube ich, behalten, also daraus eine Lehre ziehen, dass wir sagen, ich denke, dass der Typ uns schon was Gutes will, weil er hat jetzt auch sehr positiv reagiert, der uns abgeholt hat hier. Ich habe den Namen vergessen. Der Kobold. Der Kobold, der Grüne. Und der hat ja auch nicht gesagt so, oh Gott, das darfst du nicht machen oder so, sondern er hat sie einfach nur in den Arm genommen und ist dann mit ihr weggegangen. Also ich denke schon, dass wir ihm da vertrauen können. Wobei ich ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, ne? Wir sind ja eigentlich schon so eine Art Biowaffe und da ist ja jeder Staat hinterher, ne? Das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Haus in Brand gesteckt. Sie haben 44% gemacht. Ja, ja, ich denke mal, das waren eigentlich die dann auch, wo waren das jetzt? Die Teenager angegriffen haben bis zum Ende. Ja, obwohl die haben 76, vielleicht hättest du es doch nicht machen müssen. Ich hätte es nicht machen müssen, ich wäre ja rausgekommen halt. Das war ja offen schon, die Tür war offen. Nee, die ist erst hinterher offen gemacht. Nee, weil dann hat die nämlich erst gesagt, du musst sie da rausholen. Ja, ich habe gedacht, du musst das machen, damit das dann überhaupt kommt, habe ich jetzt gedacht. Ja, habe ich auch gedacht, aber kann man wahrscheinlich immer einen anderen Weg wählen.